Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder hier bei Layers of Fear. Ja, Leute, wir haben bald ja wieder Halloween, ne? Und letztes Jahr, da habe ich zu Halloween Outlast hochgeladen, ne? Dieses Jahr, da habe ich mir gedacht, naja, Layers of Fear, das hatten wir ja durch, ne? Das Hauptspiel. Aber ich habe vor kurzem erfahren, dass es ein DLC gibt, ne? Den habe ich mir dann direkt runtergeladen und es heißt Inheritance. Inheritance. Ach, keine Ahnung, was heißt. Das habe ich mir runtergeladen und habe mir gedacht, naja, kann ich ja zu Halloween hochladen, ne? Können wir ja zu Halloween mit euch zusammen durchzocken. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Naja, wir fangen direkt neues Spiel an. Ja, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was es ist. Ich habe das Hauptspiel mit euch zusammen damals durchgezockt. Ja, mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich habe einen Trailer von gesehen und es ging wohl um die Tochter. Der Bender, der hatte ja im Hauptspiel, hatte eine Frau und eine Tochter. Da war also so ein bisschen, so eine kleine Andeutung gab es ja, ne? Und hier ist wohl jetzt die Tochter. Man sieht an der schönen Blume. Keine Ahnung, ob man wieder mit dem Bender spielen muss oder ich weiß nicht. Mal sehen, wir lassen uns mal überraschen. Noch bin ich cool drauf, ne? Find alles lustig und so, aber wer weiß, vielleicht wird mir das Lachen noch vergehen. Aber zur Not habe ich ein paar Bierchen dabei und die Laune wird nur steigern. Würde sich steigern. Und los geht's. When I was a child, I used to lay in bed late at night. Staring at the ceiling, listening to my father scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece, finally just scream out into the darkness. It became my lullaby, and even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Okay. It's time to make it stop. Machen wir. Drücke L3 zum Einschalten der Taschenlampe. Ah, okay, so geht die Taschenlampe an. Hier, das kennen wir doch, das Haus. Das Haus, das kennen wir doch. Das ist doch wieder der Eingang. No? Ach ja, wie war das denn nochmal? Wie war das? Da war doch ein weißer Punkt irgendwo. Da war der ganz beschissen zu sehen. Na komm. Mach doch mal die beschissene Tür auf. Hier ist der weiße Punkt. Ah. So geht's. Jo. Habe ich aufgemacht. Kann ich das nicht mitnehmen? Irgendwas hiervon. Kann ich nicht. Jo. Da können wir rein. Na, ja, da liegt doch was. Oh, oh. Ach, fuck, Leute, ey. Direkt muss ich lesen, oder was? Na gut. Lieber Freund, heute will ich, bevor ich zu meinem neuen Termin aufbreche, einen letzten Wunsch unternehmen. Einen letzten Versuch unternehmen. Mit Ihnen zu kommunizieren. Da Sie offenbar beschlossen haben, auf meine Anrufe und Briefe nicht zu antworten. Ich will persönlich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie dies lesen, ist mir das nicht gelungen. Und möchte ich mich dafür entschuldigen? Und möchte ich mich dafür entschuldigen?
Sollten Sie mich ignorieren, werde ich diesen Brief unter Ihrer Tür durchschieben. Hoffentlich können Sie ihn wenigstens lesen. Falls der Umstand, dass ich an Ihre Tür geklopft habe, Ihnen Unbehagen, was heißt denn Unbehagen, bereitet hat, sollten Sie um alter Zeiten willen wissen, dass dies nicht meine Absicht gewesen ist. Ich wünschte Ihnen sagen zu können, eine wundersame Lösung für Ihr Problem gefunden zu haben. Doch das ist leider nicht der Fall. Sie sollen wissen, dass ich als Ihr gesetzlicher Repräsentant immer mein Bestes getan habe, so wahr mir Gott helfe. Leider bin ich der Meinung, dass die Probleme, mit denen Sie kämpfen, weit über meine Expertise hinausgehen. Ich fühle mich jetzt erneut genötigt, Sie zu bitten, professionelle Hilfe aufzusuchen. Doch seien wir ehrlich, wenn Sie auf mich hören würden, hätten Sie das schon längst getan. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Doch ich werde immer an Sie und Ihre Familie denken. Ihr alter Freund James Jeremy Settler, Rechtsanwalt. Was? Jo, Rechtsanwalt. Okay. Naja, gut. Hier können wir nicht raus, ne? Der Brief ist wohl für uns, ne? Ich nehme an, wir spielen wieder mit Bänder, hä? Oder was? Ne, hat ja ein Mädchen geredet. Vielleicht ist das ja Bänder, seine Tochter. Jetzt komm, mach doch mal die Tür auf. Scheiße. Muss ich wieder Taschenlampe ausmachen? Wahrscheinlich. Da ist der weiße Punkt. Was soll der Scheiß? Wieso kann ich denn die Tür nicht öffnen? Mann, kann ich die hier? Ach, komm schon. So. Ach du Kacke. So haben wir das. Ja, mit Bänder. Zum Schluss, in der letzten Folge, so haben wir das ja das Haus hinterlassen, ne? So hat das ausgesehen. Der Bender hat sich ja voll gesoffen und hat das alles hier demoliert. Und danach ist er nach Sibirien abgehauen. Hier ist nix. Ja, der Bender ist nach Sibirien abgehauen und die Jenny, das ist die Tochter von Bender, mit der wir wahrscheinlich jetzt hier spielen, die kommt ja gerade aus dem Park. Da ist ja das Mädchen. Also ich bin mir nicht sicher, mit wem wir hier spielen. Ne? Aber davor hat ja ein Mädchen geredet. Kann man das hier nehmen? Oder das? Oder das? Oder das? Oder das? Geht nicht. Okay, geht nicht. Was haben wir denn da hier drin? Alkohol. Wieder Alkohol, ey. Der Bender, ey. Der scheiß Alkoholiker. Ah. Okay. Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir, ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag mir, verdammt noch mal. Sag es mir, verdammt noch mal. Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan. Das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Du verdammte eigensüchtige Schlampe. Warum hast du mir das angetan? Wen meint er denn? Mich oder was, Alter? Ey, du kannst doch nicht die Jenny so ankacken, ey. Oder? Spielen wir überhaupt mit der Jenny? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass im Trailer um die Tochter ging. Kann ich da, kann ich ein Messer nehmen? Nein, kann ich nicht. Gut. Ja, wo gehen wir denn weiter? Wo gehen wir denn weiter? Geh mal. Wir fangen mal hier an, ne? Falls sie offen ist. Und falls ich hier die Tür aufkriege. Jawohl, geht. Oh, it reeks in here. Ja, es ist die Jenny. Wir spielen mit der Jenny. Wusste ich doch. Ja, die Benders Tochter halt eben. Die Jenny. Aus dem Park. Nix. Auch nix. Ach, leck mich doch, ey. Ich hasse das. Ja, hier, hat mir das ja... War ich das? Habe ich die Tür zugemacht? Scheiße, fängt schon wieder an, so eine Kacke, ey. Hier sind ja die Äpfel rausgefallen, die schwarzen, ne? Oh. Hm. So kann man das festhalten, ne? Naja, warum nicht? Warum denn nicht? Hier könnte ich doch drücken, gell? Zack. Kann ich nicht mehr. Doch. Zack. Voll stark ist die Jenny. Jo. Ist hier irgendwas drin? Nein. Nein. Gar nichts. Hier gibt es hier kein Licht oder so. Kann ich hier nicht irgendwie Licht anmachen? Gibt es hier keinen Schalter? Hier war, wo ich mit dem Bänder hier war, war hier überall Licht, ey. Taschenlampe ist scheiße. Oh nein, nein, ich meinte gute Taschenlampe. Wieso wollt ihr denn ausgehen? Nur weil ich scheiße gesagt habe. So, hier drin ist nix. Was ist hier? Was ist hier? Was ist da? Nix. Kann man nichts nehmen. Der Bügeleisen, kann man hier irgendwas aufmachen? Nein. Eine schöne Blumsche. Nix. Fuck. I swear that dog doesn't shut up. Was? Was war das? Was war das? How the hell did you get out? Go on, get out of here. Before I find a way to keep you in there. Was habe ich gemacht? Good. Habe ich? Was habe ich denn gemacht? War das richtig? Da hat mich ein beschissener Hund angesprungen. Und die Taschenlampe. Hm. Keine Ahnung, was war da denn? War das so eine Erinnerung oder? Kam mir vor wie so eine Erinnerung, als die Jenny noch klein war. Und da hat mich der Hund voll angesprungen, ey. Blöder Hund. Der blöde Hund! So, hier ist gar nichts, ey. Scheiße, hab ich nur umsonst. Ja, Leute, scheiße, ey. Das war's mit der ersten Folge. Naja, gut. Wir machen ab hier dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich kann dann weitermachen mit dem Spiel. Jo, dann jo, hinterlasst mal ein paar Kommentare und macht mal ein paar Daumen hoch und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.